Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Urlaubswoche, in der ich nicht allzu viel gemacht habe, als zu entspannen, Freunde zu treffen, eine Lama-Tour zu machen und die Zeit ein bisschen zu genießen. Und ich habe drei Bücher gelesen, beziehungsweise eins davon gehört. Und es war eine sehr gemischte Woche. Eigentlich war sie eine ganz gute Woche mit so einem kleinen Highlight. Und auch serientechnisch habe ich mir was angeschaut oder fertig geschaut. Und ich möchte aber zuallererst über meine Lama-Wanderung sprechen. Ich war Ende August schon mal Lama-Wandern. Hier bei uns in der Nähe gibt es einen Lama-Hof mit, ich glaube, 12 Lamas. Und das ist wirklich ein Familienbetrieb mit ganz viel Liebe und auch Leidenschaft. Und wir haben eine zweistündige Tour gemacht und ich habe mich verliebt in Fenchel. Ich blende euch mal ein Bild von ihm ein. Es war unser zweites Date und es lief sehr, sehr gut. Und ich muss einfach mal sagen, wie entspannend ich tatsächlich diese Lama-Wanderung empfunden habe. Ich bin jetzt nicht der größte Wander- oder Spaziergänger-Fan. Ich mache das immer mal ganz gerne, weil es schon so ein bisschen auch die Luftveränderung einfach was ist und also man auch einfach den Kopf freikriegt. Aber alles in allem bin ich jetzt nicht der größte Fan vom Wandern oder vom Spazierengehen. Und hier sind wir bei uns in der Nähe wirklich auf den Döbraberg gelaufen. Das ist die höchste Erhebung im Fichtelgebirge. Ich glaube, so ist es. Und nagel ich mich da nicht fest. Und das Schöne tatsächlich am Lama-Wandern ist für mich wirklich so diese Achtsamkeit. Denn das Lama merkt relativ schnell, ob man gerade wirklich voll dabei ist, ob man sich auf ihn einlässt. Und wenn nicht, dann macht das eben auch mal so ein paar Zicken. Also dann wird hier mal an dem Ast geknappert, unten an der Wiese geschnuffelt. Und und das fand ich sehr faszinierend zu beobachten. Und auch bei einem selbst. Also wie oft dann doch mal man vielleicht mal einen Moment irgendwie abgelenkt ist und wie man sich dann einfach wieder darauf konzentriert. Das macht mir unglaublichen Spaß. Es hat mir eine sehr große Entspannung gegeben. So dieses Achtsame, dieses Spazieren, diese frische Luft durch den Wald und auch einfach diese Begegnung mit diesen tollen Tieren. Und jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, mal eine Lama-Wanderung zu machen, dem kann ich das wirklich nur empfehlen. Mir hat das großen Spaß gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, die Visitenkarte doch da in der Nähe. Ich verlinke euch einfach mal die Facebook- oder Internetseite von da, wo ich Lama wandern gehe. Das ist in der Nähe, es ist so eine halbe Stunde, 40 Minuten von uns entfernt. Und zwar ist das Mitimino Lama. Lamas, und ich packe euch das, wie gesagt, unten mal in die Infobox. Ist jetzt keine Werbung oder irgendwas, aber wenn ihr irgendwie vielleicht in der Nähe seid oder mal Urlaub hier irgendwie im Fichtelgebirge macht, dann wäre das ja vielleicht was. Und als kleines Andenken kriegt man dann eben auch noch Lama-Wolle. Ist total niedlich. Meine Katzen gehen da total drauf ab und das muss ich daher immer ein bisschen höher legen, dass da kein Unfug passiert. Ja, genug der Schwärmereien. Jetzt kommen wir zu den Büchern der Woche. Das Hörbuch der Woche ist Space Opera von Catherine M. Valente. Ein Buch, das ich erst so als Buch überlegt habe, mir zu besorgen, dann aber gesehen habe, wer spricht, und schwupps ist das Hörbuch bei mir eingezogen. Nach dem Hörbuch kam von Christopher Morley Das Haus der vergessenen Bücher, ein Buch, das ich schon ein kleines Weilchen auf dem Sub hatte und ich jetzt einfach Lust hatte und es jetzt einfach bei mir gelesen werden musste. Und dann, fällt mir das Lesezeichen raus, dann habe ich Willow gelesen von Stefan Rentsch, ist ein Rezensionsexemplar. Und hier hat mich einfach so die ganze Story angesprochen und auch irgendwie das sehr außergewöhnliche Cover, wenn man das so sagen kann. Und chronologisch, wie immer, starten wir mit dem Hörbuch der Woche, sage ich jetzt mal, mit Space Opera von Catherine, ich vermute mal, man spricht sie englisch aus, M. Valente. Valenti, wie auch immer. Ich habe das Buch, glaube ich, so bewusst zum ersten Mal gesehen bei unserem Bücherfreunde-Treffen in Münster. Kriege die Geschichte aber gar nicht mehr so richtig zusammen. Weiß nur, dass ich es irgendwie abfotografiert hatte, dann auf die Wunschliste gepackt hatte und dann überlegt hatte, Mensch, diese coole, lustige Science-Fiction-Story muss eigentlich irgendwie bei dir einziehen. Und dann habe ich gesehen, dass es Simon Jäger spricht.
Und dann war natürlich klar, dass es das Hörbuch wird. Ja, Simon Jäger ist unter anderem die Synchronstimme von Matt Damon und ich höre ihn unglaublich gerne. Also ich liebe die Bücher, wenn er sie spricht und ja, habe da immer großen, großen Spaß. Ja, bei Space Opera, man kann es am Cover vielleicht so ein bisschen erkennen, geht es um einen Science-Fiction-Roman und vor circa 100 Jahren hat sich die Galaxie entzweit und ein Krieg löste fast jedes Leben aus. Von diesem Krieg haben wir auf unserem Planeten, auf unserer Erde, aber nicht so viel mitbekommen. Allerdings ja, gab es eben diese kriegerischen Planeten und die erfanden zusammen mit allen Planeten, die irgendwie betroffen waren, eine gemeinschaftliche Tradition, den metagalaktischen Grand Prix, so rum. Und alle empfindungsfähigen Zivilisationen, ja, treten hier jetzt ja, friedlich gegeneinander an und jede neue Spezies muss mitmachen, um in die kosmische Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Und ja, das Problem dabei ist aber, wenn man den letzten Platz macht, also die wenigsten Punkte bekommt, dann wird der Planet völlig vernichtet. Und ja, diese Geschichte klingt total abstrus und das ist sie auch. Also man braucht einen gewissen Humor. Man muss so ein bisschen über sowas lachen können. Man muss vielleicht auch ein bisschen Fan vom Grand Prix sein. Das bin ich jetzt wieder nicht, aber das hat mich überhaupt nicht irgendwie gestört. Und man muss, ja, ich finde einfach schrägen Humor mögen und auch selbst vielleicht einen haben. Und das kann ich schon sagen, das Buch ist in diesem Fall wirklich super lustig, super unterhaltsam, ein wirkliches Highlight im Science Fiction und hat mir großen, großen Spaß gemacht. Die Erzählweise ist direkt, dass man angesprochen wird, dass man mit dabei ist bei den Dialogen, bei den Gedanken, bei den Unternehmungen, dass uns erzählt wird, wie auch die Spezies Mensch darauf reagiert, als eben ja, die Alien sozusagen auf die Erde kommen, in Betracht eines großen Vogels. Großartig. Welche Künstler ausgewählt werden, vielleicht auch die Begründung, warum, dass es viele der Künstler schon überhaupt nicht mehr gibt. Also sei es John Lennon und Yoko Ono und irgendwie solche Späße, dass ja, man so merkt, okay, was passiert eigentlich außerhalb unserer Kosmos und wie kann das mit zu dem Grand Prix eigentlich fühlen? Es ist super unterhaltsam, es wird sehr lebhaft, bildhaft erzählt, man ja, wird einfach direkt mitgenommen, man landet mitten in der Geschichte. Und man wird am Ende gefühlt auch einfach direkt wieder rausgerissen. Und man sitzt einfach da und ich habe gelacht, ich habe unglaublich viel gelacht, ich habe viel geschmunzelt und ich fand es einfach mega. Und ich glaube, dass einen großen Teil davon auch Simon Jäger getragen hat, weil er das auch einfach auf seine wunderbare Art und Weise ja, einfach erzählt hat. Und der Mann kann das für mich einfach unglaublich gut. Und ich stelle mir dann eben immer einen Matt Damon vor, der mir mit einem schmunzelnden Gesicht, wie wir es ja oft von ihm kennen, diese Geschichte erzählt und das klappt mega. Die Geschichte ist wirklich sehr speziell. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, dass das nicht Science Fiction ist, die jedem gefallen wird. Das glaube ich nicht. Es ist wirklich sehr speziell und man muss sich drauf einlassen. Und man muss wissen, dass die Geschichte an vielen Stellen drüber ist, dass der Schreibstil manchmal sehr ausschweifend, komplex und ja, Schachtelsätze dabei sind, dass man sich wirklich immer mal wieder auch konzentrieren muss und wirklich so denkt, hä, wie war das? Und dann vielleicht doch mal eine halbe Minute zurückskippt. Man muss sich darauf einlassen, man muss das auch, ich finde, immer wirklich mögen. Also es nützt nichts, wenn man schon vornherein weiß, dass Science Fiction vielleicht nicht das Thema ist oder man mit Humor da nicht umgehen kann. Das ist hier ganz wichtig, damit das wirken kann. Und ich habe es gefeiert. Ich fand die Geschichte wirklich großartig und ich bin absoluter Fan geworden. Ich weiß gar nicht, ob es noch weitere Geschichten von der Autorin bisher irgendwie gibt. Ich finde es toll. Was mich an mancher Stelle gestört hat, ist, dass sie doch so ein bisschen drüber war. Das muss ich echt sagen. Das, an mancher Stelle dachte ich, ja, jetzt überschreitest du ganz bewusst wahrscheinlich den Moment des Erträglichen. Und ja, das war mir manchmal dann doch zu heavy, zu abgedreht. Und ja, das war an mancher Stelle nicht ausgeglichen, aber es ist trotzdem ein unglaublich gelungenes Hörbuch und es hatte auch wirklich viel Hörspaß und ja, vielleicht schafft es das ja auch in den Hörgenuss des Monats und ja, da warten wir einfach mal ja, Ende November einfach mal ab. Ja, alle Infos zu den Büchern, auch zum Hörgenuss, zu Instagram,
Alles unten in der Infobox, das wisst ihr ja mittlerweile. Ja, das nächste Buch, mir war dann eben nach einem echten Buch, ist dann geworden Das Haus der vergessenen Bücher von Christopher Morley. Ich habe das Buch mal irgendwo gesehen und habe es mir dann gebraucht bestellt, denn das gibt es schon in relativ günstigen Preisen und ja auch noch sehr guten Zustand. Ich habe vorher noch nichts irgendwie von dem Buch groß gehört oder auch von dem Autor noch nichts irgendwie gesehen und war umso gespannter, dass uns der Autor nach New York ins Jahr 1919 zurückbringt, also knapp 100 Jahre in die Vergangenheit. Und wir treffen dort auf Roger Mifflin, der eine große Leidenschaft hat, und zwar sind das Bücher und das Lesen. Und diese Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht. Denn er hat ein Antiquariat in Brooklyn und man findet ihn meistens bei den Tabakrauchschwaden in seinem eigenen Laden. Denn ja, er ist Kettenraucher und liebt das auch und mixt diesen Geruch unglaublich gerne eben mit den von alten Büchern. Er lässt allerdings keine Werbung für sein Buch machen, denn eigentlich ist er der Meinung, dass sich seine Bücher, seine Geschichten von selbst verkaufen. Und so lässt er den jungen Werbescout oder wie auch immer wir das nennen wollen, Werbemarketing Typen Aubrey abblitzen. Und beide freunden sich aber dann noch so ein bisschen an und tauschen sich sehr rege über Bücher aus. Und es kommt dann auch eines Tages eine junge Dame regelmäßig als Gast in die Buchhandlung. Und ja, das lässt Aubrey auch immer mal öfter vorbeikommen. Und ja, die Geschichte hier baut sich sehr langsam auf. Vielleicht zu Beginn wirklich ein bisschen zu langsam, weil man schon eigentlich so ein bisschen die Lust verliert am Weiterlesen. Und man so denkt, wenn das jetzt weiter, ja, so fad bleibt, dann, weiß man nicht. Doch dann, finde ich, gerade in dem Moment, wo man so denkt, jetzt könnte was passieren, packt einen die Geschichte und nimmt einen tatsächlich mit in eine andere Zeit, in ein anderes Land. Und man macht hier wirklich gefühlt eine Zeitreise zusammen mit einer echten Reise, weil man eben auch noch nach New York reist, nach Brooklyn, zu einer Zeit, wo New York noch ganz anders war. Und wir hier auch Charaktere haben, die nicht in die glamourösen, ich sag jetzt mal 20er Jahre passen, aber umso ja faszinierender sind. Also wir haben hier wirklich einen Antiquariatsbesitzer, der seine Bücher liebt, der das Lesen liebt, der das liebt, was er tut, der bei den Kunden wirklich darauf bedacht ist, das zu finden, was sie suchen und uns das wirklich immer wieder auch präsentiert und zeigt, dass er das kann. Und ja, auch so dieses Feingefühl, was man oftmals ja einfach auch braucht, um Bücher zu empfehlen. Und das macht er unglaublich gut. Zudem sind natürlich auch die ein oder anderen Buchtipps hier drin verewigt, die ich mir tatsächlich dann noch einmal auf den Zettel extra rausgeschrieben habe und jetzt nach und nach einfach mal schauen werde, ob da vielleicht eins der Buchtipps bei mir einziehen wird. Die Geschichte ist sehr langsam erzählt. Es ist etwas ganz anderes als zum Beispiel die Space Opera, was ich vorher gehört habe. Es ist sehr langsam erzählt, es ist sehr ausschweifend, es ist bildhaft, es ja, formt die Gerüche, die man riechen kann, soll förmlich mit den Wörtern, die im Buch sind. Und es ist einfach ja sehr, sehr greifbar und es ist sehr, sehr, sehr menschlich und auch wunderbar erzählt. Und es ist sehr tiefgründig und hat sehr viel wirklich so mit dieser Liebe zu den Büchern und der Leidenschaft des Lesens zu tun und ja, zeigt uns das auf ganz wunderbare Art und Weise und ja, hat mir Spaß gemacht. Mir war es einfach an mancher Stelle ein bisschen zu langatmig, zu fad. Und von mir aus hätte die Geschichte gleich mit der eigentlichen Geschichte, die relativ spät in der Geschichte anfängt, eigentlich schon anfangen können. Dann ja, wäre vielleicht der Anfang ein bisschen ja, flüssiger gewesen, ein bisschen besseres Reinkommen gewesen, sodass man dann vielleicht tatsächlich ein Highlight gehabt hätte. Aber so eine wunderbare Geschichte, die ich allen Buchnerds auf jeden Fall auch empfehlen kann. Und das tatsächlich letzte Buch der Woche ist dann Willow von Stefan Rentsch. Ja, Willow ist wohl der zweite Teil einer Reihe. Das war mir vorher auch bekannt, dass es Willow bereits einen ersten Teil gibt, denn da ist der Außerirdische, den wir hier in England begleiten, nämlich in Deutschland. Allerdings hatte das bei meiner Recherche nicht ganz so gute Rezensionen. Und da dann aber schon gesagt wurde, man kann durchaus die Bücher dann auch unabhängig voneinander lesen, war ich dem Heine Encore Verlag sehr dankbar, als das Buch dann bei mir eingezogen ist. Ja, wir haben hier den jungen Willow, einen Außerirdischen,
der ja eine Feldstudie sozusagen macht und auf die Erde geschickt wurde, um ganz viel über die Menschen herauszufinden, um über sie zu forschen. Und er weiß relativ wenig über die Menschen, denn er soll sehr unvoreingenommen an diese Geschichte herangehen. Und ja, so landet er in England und ist auf einmal eine Frau. Und Willow ist ein, ja, auf einmal ein neues Geschlecht, das er vorher noch nicht kannte und ist unglaublich entsetzt, wie sich das gerade alles so anfühlt, was da gerade mit ihm, ihr passiert und ja, weiß nicht so recht, ob er das gut oder schlecht finden soll. Doch er trifft auf andere Frauen, auf andere Menschen, er ist in England unterwegs, beschwert sich gefühlt ständig über das Wetter oder eigentlich ja sie beschwert sich über das Wetter. Und es ja, gibt ganz merkwürdige Freundschaftskombinationen, die man gar nicht erahnt, die einen direkt überraschen, die Spaß machen. Und wir begleiten Willow ein Jahr lang in England. Und das in einer Art Tagebuchform. Also es geht wirklich jeden Tag, gibt es Einträge mit dem Datum und was da irgendwie passiert. Und das bekommen wir auch sehr humorvoll erzählt. Die Tagebuchform hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich richtig toll, weil man so wirklich jeden Tag ein bisschen begleiten konnte und ja, sie im Grunde wirklich aufschreibt, ja, was sie bewegt, wie das Wetter ist, was gerade passierte, welche Gespräche sie geführt hat. Und es wird eben zu keiner Zeit langweilig. Also ich habe das Buch so gefühlt in 1,5 Atemzügen weggesaugt. Ich hatte sehr viel Spaß. Es ist mega spannend, wie einem der Spiegel so vorgehalten wird, eben weil man natürlich hier eine außerirdische Rasse hat, die auf die Erde kommt und uns dann erzählt, wie merkwürdig wir eigentlich sind, dass wir unser Gesicht anmalen, dass wir da irgendwie Augenbrauen zeichnen und eben als Frau auch ja, einmal im Monat Besuch bekommen. Und ja, da ist sie beim ersten Mal unglaublich entsetzt und hat Ängste von, dass sie jetzt hier irgendwie bald sterben wird und dass es doch das gar nicht gibt und was eigentlich hier die Menschen sich dabei denken. Und das ist super unterhaltsam. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass ja, der Autor Stefan Rentsch hier wirklich einen wunderbaren Blick auf die Dinge hat. Sowohl auf unsere Welt als auch auf die Menschen, auf die Eigenheiten und wirklich rüberbringt, wie es sich anfühlen könnte, die Welt zum ersten Mal zu sehen, das alles das erste Mal wahrzunehmen. Und das macht er wirklich unfassbar gut, wie ich finde. Und nicht nur, dass wir den Spiegel als Mensch vorgehalten bekommen, sondern eben auch so diese Faszination des ersten Mals. Also so dieses erste Mal einen Baum sehen, einen Hund, was auch immer, das finde ich, beschreibt er unglaublich toll. Mit wenigen Worten, mit richtig schönen Worten dazu, aber eben mit wenig schafft er unglaublich viel. Und das fand ich sehr, sehr besonders. Vor allem, weil wir ja unsere Welt vermeintlich gut kennen und alles schon gesehen und erlebt haben. Und ja, das so durch diese Augen zu sehen, fand ich wirklich toll. Manche Gedankengänge von Stefan Rentsch waren ja, sehr tiefgreifend, auch sehr nachvollziehbar. Und man denkt dann auch wirklich wunderbar so ein bisschen mit darüber nach. Andere Gedankengänge waren ein bisschen absurd. Das hat mich doch etwas gestört und ich fand sie auch sehr wertend. Und mich hat auch ein bisschen gestört, dass er sich doch sehr oft wiederholt. Also spätestens nach 2 Monaten mit vierfacher Erwähnung hat man verstanden, dass es in England regnet. Und ich glaube einfach nicht, dass, wenn nicht explizit in der Forschung gewünscht ist, dass man übers Wetter spricht, dass man es ständig erwähnen würde. Oder auch der monatliche Besuch, wenn halt beim 3. Monat immer noch nicht verstanden wird und auch, ja, Willow nicht auf die Idee kommt, mal zu googeln. Ich weiß auch nicht. Ich fand es ein bisschen anstrengend an mancher Stelle. Habe mich aber durch den lockeren, leichten, humorvollen Stil natürlich sehr schnell in das Buch eingelesen. War auch wirklich gefühlt sehr schnell durch. Und das Besondere hier finde ich auch tatsächlich die Bilder, wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die so zeigen kann, die so ein bisschen auf Polaroid-Style, Instagram-Style gemacht sind. Denn auch das ist natürlich so ein bisschen ein Thema, was sich natürlich ein Außerirdischer auf jeden Fall stellt. Ich fand das Buch wirklich gelungen. Ich hatte Spaß damit. Ich habe auch hier oft schmunzeln können, habe viel mit darüber nachgedacht, was uns Menschen denn so ausmacht und ja, kann das Buch empfehlen. Es ist jetzt nicht so der absolute Brüller. Ich muss auch sagen, dass zum Beispiel Ich und die Menschen von Matt Haig, was ja von der Thematik ein bisschen ähnlicher ist, was es mit den Außerirdischen auf sich hat, mir um Längen besser gefallen hat und das nicht umsonst eins meiner ja, Lebenshighlights ist. Willow war unterhaltsam, hat auch jetzt im Urlaub Spaß gemacht, es zu lesen, würde es aber bei mir jetzt nicht auf eine Highlight-Liste schaffen und
ja, denke, wird dann auch ja, so ein bisschen weiterziehen im Freundeskreis, so dass auch andere da noch ein bisschen was zu lachen haben. Und als letztes möchte ich heute noch über eine Serie sprechen, die ich im Urlaub ja gesuchtet habe und zu Ende geschaut habe. Nicht nur habe ich Daybreak beendet, da habe ich ja in der letzten Bücherwoche schon geschwärmt. Die Schwärmerei geht auf jeden Fall weiter. Ich fand auch die letzten zwei Folgen wirklich absolut mega und ich bin so gespannt, wie es in Staffel 2 weitergeht, weil das Finale war wirklich der Hammer. Nein, ich habe noch mit einer anderen Serie weitergemacht. Ich hatte da schon in Folge 1 reingeschaut, dann ist mir aber Daybreak dazwischen gekommen und so habe ich dann diese Woche ja Living with Yourself angesehen, eine ja auch Netflix-Serie. Auch aktuell nur eine erste Staffel, ich glaube mit auch 8 Folgen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ja, einer Serie, die mir unglaublichen Spaß gemacht hat. Auch wieder sehr humorvoll, also wie man sieht, es war eine sehr lustige, unterhaltsame Woche. Doch aber mit einem etwas ernsteren Thema eigentlich dahinter. Denn wir haben hier einen jungen Mann, der will eigentlich mit seiner Frau jetzt Kinder bekommen, das klappt aber nicht so und es könnte auch irgendwie an ihm liegen und auch im Job läuft alles nicht so und er ist ständig müde und genervt und gereizt und ach ja, das Leben ist sowieso irgendwie nicht schön. Und ja, einer seiner Arbeitskollegen, die irgendwie gerade absolut durchstarten, der top aussieht, sportlich wirkt und alles läuft super, erzählt ihm von einem Spa, das ist relativ teuer, ich glaube $50.000 und das macht einen anderen Menschen aus dir, also das verändert dich und macht dich toll und spitze und leistungsfähig und alles. Und ja, so nimmt er das hart gesparte Geld, was eigentlich für ja, das Kinderbekommen geplant ist und geht in dieses Spa und wird dort auch behandelt und alles macht erstmal einen guten und ordentlichen Eindruck. Und ja, dann wacht er auf und liegt in einer Plastiktüte in einem Grab. Und ja, recht schnell merkt man, sie haben ihn eigentlich nicht verbessert, sondern sie haben ihn geklont und den Klon einfach besser gemacht und ja, das Ursprüngliche von dir, also der eigentliche echte Mensch, der wird entsorgt und leider hat bei ihm aber ja die Narkose nicht so richtig funktioniert und so trifft er dann in seiner Wohnung, in seinem Haus auf sein besseres Ich und ja, muss auf einmal mit sich selbst irgendwie leben und ja, es darf ja auch möglichst nicht ja, auffallen. Und es ist ja wirklich eine Geschichte, die auch wieder sehr absurd klingt, die gefühlt auch sehr absurd ist und aber einfach Spaß macht. Und gerade diese Thematik Klon und gibt es ja in verschiedenen Filmen, wenn man auch an die Science Fiction so denkt, dass immer die Thematik ist, ist denn der Klon tatsächlich ein echter Mensch? Ist der, also darf der so, muss der so behandelt werden wie ein Mensch? Darf der als Ersatzteillager dienen? Oder wie in dem Fall, was passiert, wenn der echte dann eigentlich doch noch da ist? Und ja, was nimmt sich vielleicht jeder so vom anderen an? Ich fand es sehr toll gemacht. Ich fand, dadurch, dass es ein bisschen ruhiger eigentlich erzählt wurde, auch sehr tiefgründig und tiefgreifend erzählt wurde, die Charaktere mir sehr gut gefallen haben, auch die Schauspieler mir gut gefallen haben. Es ist auch ein ganz bekannter Schauspieler dabei, dessen Name Paul Rudd, irgendwie so, kenne ich auf jeden Fall aus Clueless. Für jeden, der den Film kennt, auch ein mega Film. Natürlich ein bisschen teeny-mäßiger, aber lustig. Ich glaube, so heißt er. Ich hoffe, er heißt so. Wenn es nicht so ist, schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, eine tolle Geschichte, die auch wieder gezeigt hat, wie andersartig Science-Fiction sein kann, wie unterhaltsam es sein kann, wie einen eine Serie packen kann, begeistern kann, zum Lachen bringt und man dann wirklich eigentlich so eine Folge nach der anderen sehen möchte. Und da ich Urlaub hatte, konnten es daher dann eben auch ein paar Serienfolgen hintereinander sein. Und ja, auch zu dieser Serie nach Daybreak in der letzten Woche absolute Empfehlung. Wer sowas mag, wer auch einfach ein bisschen einen spezielleren Humor hat, auch tatsächlich ein bisschen vielleicht einen trockeneren, dunklen Humor hat. Es ist manchmal schon ein bisschen... ja, der wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben. Und ich finde, hier hat Netflix auch wieder gezeigt, manchmal, da klappt es mit den Serien-Highlights und ja, so auch mit dieser Serie. Ja, und das war es, glaube ich, so von meiner Urlaubswoche. Ja, theoretisch wirklich nur 3 Bücher gelesen. Erscheint jetzt manchen wenig, wenn man so denkt, dass ich das ja in einer anderen normalen Arbeitswoche auch lese. Aber ja, ich bin ja tatsächlich eher ein Stressleser. Das heißt, so im normalen Alltag verkrieche ich mich gerne in meine Bücher. Wenn ich Urlaub habe oder zum Beispiel auch, wo ich gerade am Strand liege, da brauche ich das eher nicht so. Aber natürlich habe ich auch Serie geschaut, ich habe Podcast gehört, ich habe YouTube geschaut und halt wirklich auch einfach Freunde getroffen, mit ihnen telefoniert, Zeit einfach auch mit der Familie verbracht und
mit Lamas und ja, das kostet natürlich auch Zeit, die man gerne ja, da so ein bisschen von der Lesezeit streicht. Und ja, ich habe nichts mehr auf dem Zettel, das war soweit alles. Ich bin natürlich neugierig, ob ihr eins der Bücher kennt, die ich euch vorgestellt habe, ob es eins der Bücher wäre, was euch irgendwie interessiert, was euch anspricht, ob ihr vielleicht die Serie kennt, würde mich auch interessieren, was ihr gerade so lest, ob ihr gerade ein Highlight hattet. Freue ich mich auch immer über die Infos. Lasst uns gerne ein bisschen austauschen. Und ihr findet alle Infos unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.